Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch mal eine Buchvorstellung für euch. Und zwar habe ich vom HarperCollins Verlag dieses Schätzchen hier bekommen. Long Night, ich will nur dich von Lauren Blakely. Ich habe das Buch beim Verlag angefragt, weil ich die ersten 4 Teile dieser Reihe bereits gelesen habe. Es sind vier Teile, die ich bereits gelesen habe. Oh Gott, manchmal bei den ganzen Reihen, die ich angefangen habe, bin ich echt bei mir am Zweifeln, ob das denn alles so richtig ist, was ich hier erzähle. Also sollte ich jemals irgendwelchen Schwachsinn von mir geben, seht's mir nach. Ich lese verdammt viel und manchmal merke ich mir doch einfach nicht, welcher Teil von welcher Reihe ich wie gerade lese. Auf jeden Fall Long Night Teil 5 der Big Rock Reihe ist es im Deutschen, glaube ich. Und ja, ich habe mich sehr auf das Buch gefreut, denn man hat im letzten Teil ja schon so einen kleinen Teaser bekommen auf den 5. und um wen es dort gehen wird. Und ja, ich war auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Und ja, wie mir das Buch gefallen hat, das verrate ich euch jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie immer als allererstes vorweg möchte ich mich beim HarperCollins Verlag für das Rezensionsexemplar bedanken. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe mich mega gefreut, dass ich das Buch von euch bekommen habe. Und wie immer als allererstes vorweg erzähle ich euch erstmal, worum es in diesem Buch hier eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Max. Und Max hat eine Autowerkstatt und schraubt an Luxuskarossen rum. Also es ist nicht einfach nur eine normale Autowerkstatt, sondern es ist eher so eine Tuning-Werkstatt, so eine Custom-Cars-Werkstatt, wo er halt Autos aufpimpen tut. Kennt einer von euch noch die Serie Pimp My Ride aus den 90ern? Habe ich immer geguckt, fand ich mega cool. Wenn ich das heute sehe, denke ich mir so, boah, wie sehen denn die Autos aus? Es ist schon ein bisschen... Naja, auf jeden Fall hat er eine Autowerkstatt und ist damit auch sehr, sehr erfolgreich. Und ja, wir beginnen diese Geschichte auf einer Autoausstellung, auf einer Tuningmesse, und unser Protagonist Max stellt dort gerade ein Auto vor, was er für jemanden aufgepimpt hat, und er erhofft sich dadurch natürlich auch neue Aufträge von Kunden. Und auf dieser Messe begegnet er dann seiner ehemaligen Auszubildenden Henley wieder, und Max merkt sofort, dass er sich immer noch, genau wie damals auch, wo er Henley in der Ausbildung hatte, mega zu ihr hingezogen fühlt. Henley ist eine wunderschöne Frau. Und Henley ist aber auch nicht auf den Mund gefallen. Sie sagt immer frei heraus, was ihr gerade in den Kopf kommt, und sie ist sehr, sehr selbstbewusst. Und Henley war eine der besten Auszubildenden, die er jemals hatte. Und die beiden haben sich dann aber nicht im Guten getrennt. Was genau da passiert ist, das werde ich euch an dieser Stelle nicht verraten. Das müsst ihr selber herausfinden. Und ja, auf jeden Fall treffen die beiden jetzt wieder aufeinander und man merkt sofort, dass da es noch gewisse Defizite in dieser Beziehung gibt und Henley da auch ganz schön noch angepisst ist auf ihn. Und ja, diese Begegnung verläuft dann für beide nicht so gut. Also für uns als Leser ist es sehr, sehr witzig zu lesen, was da abgeht, weil die nehmen sich halt beide auch nichts. Und die beiden müssen dann aufgrund von Verkettung von Ereignissen, die auf dieser Tuningmesse passieren, zusammen an einem Auto schrauben und zusammen ein Auto tunen. Und ja, das ist für Max gar nicht so einfach, denn einerseits will er sie eigentlich nur wieder loswerden und aus seinem Leben verbannen, weil er sich denkt so, oh Mann, nee, ich habe auf da jetzt keinen Bock drauf. Er mag sein Single-Leben, er mag es ab und zu ein One-Night-Stand zu haben und er mag es an Autos rumzuschrauben und halt einfach seine Freiheit zu haben. Und ja, Henley ist ihm da so ein bisschen so ein Dorn im Auge, denn er merkt, dass er für sie etwas empfindet, was er sich absolut nicht erklären kann. Und ja, das ist nicht so sein Ding und deswegen versucht er Henley irgendwie wieder loszuwerden, was aber nicht funktioniert, und jetzt hat er sie halt an der Backe. Und was mit den beiden dann während dieser ganzen Sache alles passiert und was damals eigentlich genau passiert ist, dass die beiden so im Bösen auseinandergegangen sind, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch auch schon geht. Ich kann nur sagen, Long Night ist wieder eine Geschichte, die wir aus seiner Sicht lesen, wie generell die Big Rock Reihe. Ich glaube, das hatte ich am Anfang immer vergessen zu erwähnen, dass man diese Bücher aus der Sicht der Männer liest. Komplett aus der Sicht der Männer. Was streckenweise so ein bisschen schwierig ist, weil ich mir dann immer denke, oh, ich möchte jetzt so gerne wissen, was sie jetzt gerade denkt. Das hat man hier so ein bisschen gelöst, indem man immer mal wieder kleine Kapitel hat von Notizzetteln von Henley, wo sie verschiedene Punkte aufschreibt. Und da steht dann halt sowas drauf wie, wartet mal, ich muss mal gucken, ob ich hier so einen finde irgendwo. Hier war doch einer. Halt, wo ist er hin? Hier, wie in Kapitel 5, da hat man dann halt hier so eine To-Do-Liste und da steht dann halt drauf, die schwarzen Kampfstiefel werden sich morgen klasse machen und stelle sie heute Abend heraus. Fang an, den elenden Papierkram zu erledigen, der stapelt sich auf deinem Schreibtisch. Versuche, den Papierkram nicht zu hassen, auch wenn es ein Ding der Unmöglichkeit ist. Belege im Fitnesscenter das neue Hip-Hop-Workout. Finde heraus, warum die blöde Bildschirmsperre in deinem Handy nicht funktioniert. Starre nicht ständig den heißen Typen im Fitnesscenter an, den mit den gleichen Tattoos im Oberarm wie Max. So, sowas steht dann halt da drinne, und
Dadurch hat man schon so einen kleinen Einblick auch auf Henleys Sicht bekommen. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt irgendwie den Faden verloren, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich wollte eigentlich nur erzählen, dass das Buch mir vom Inhalt her sehr gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich mochte, wie sich das Ganze entwickelt hat. Diese Bücher sind ja immer recht sexuell, das heißt, der erotische Anteil ist hier ein bisschen höher als in anderen Büchern und man hat auch sehr viel sexuelle Anspielungen und Geschmachte und alles. Also wer sowas nicht mag, für den sind diese Bücher generell nichts, aber ich finde das nicht schlimm, mich nervt das auch nicht. Das sind trotzdem tolle Geschichten, die da dahinter stecken. Deswegen kann ich mit dem Geschmachte und dem ganzen Sexuellen da auch leben. Ja, auf jeden Fall vom Inhalt her hat mir das Ganze gut gefallen. Ich bin sehr gespannt jetzt auch auf die nächste Geschichte, die da kommen wird. Und also vom Inhalt her kann ich nur sagen, perfekte Umsetzung der Geschichte. Ich fand es halt auch süß, was dann so im Verlauf der Geschichte dann noch gewesen ist mit dem Affen. Ja, da kommt ein kleiner Affe drin vor. Was es mit diesem Affen auf sich hat, das werde ich euch nicht verraten, aber der Affe war so süß. Da war so niedlich der kleine Affe in der Geschichte. Allein deswegen hat diese Geschichte schon 1000 Pluspunkte, weil da ein kleiner niedlicher Affe drin vorkam. Ja, ansonsten, was die Charaktere betrifft, hat mir das Buch auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand Max mit seiner Alpha-Männchen-Macho-Art doch irgendwie ganz cool. Vor allem, wenn man ja aus seiner Sicht das Ganze auch liest und man merkt halt auch, wie seine Gedanken sind und man merkt halt auch, wie er so versucht zu begreifen, was jetzt eigentlich noch mit ihm los ist und er so überhaupt keinen Plan hat. Und das war schon irgendwie putzig zu lesen. Und auch Henley als Protagonistin hat mir, und auch Henley hat mir sehr, sehr gut gefallen als den Gegenpart von Max. Max braucht halt auch einfach eine Frau, die tough drauf ist, die Feuer im Hintern hat und die halt auch weiß, was sie will und halt auch das sagt, was sie will. Und ja, da hat Henley halt einfach perfekt zu ihm gepasst. Und was ansonsten die anderen Nebencharaktere betrifft, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Man hat natürlich die Charaktere aus den ersten 4 Bänden auch wieder mit in der Geschichte gehabt. Es war super gut gelöst, wie die Autorin alle Charaktere in diese Geschichte gekriegt hat. Fand ich sehr, sehr cool. Und ja, was die Charaktere betrifft, hat es mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Genau wie das Setting, diese Geschichte spielt wieder in New York, wie diese komplette Reihe ja auch. Und ja, fand ich super. Ich glaube, zu New York als Setting brauche ich nichts sagen. Lauren Blackley hat das auch alles wieder super gut beschrieben. Sie hat auch die Werkstätten gut beschrieben, dass ich mir das alles super gut vorstellen konnte. Und auch die Autos, finde ich, hat sie sehr gut beschrieben, dass man sich da auch ein gutes Bild von machen kann. Und ja, was das Setting betrifft, hat mir das Ganze auch natürlich wieder sehr, sehr gut gefallen. Genau wie die letzten Teile auch. Und vom Schreibstil her kann ich auch wieder nur sagen, es ist ein Buch mit einem lockeren, leichten, einfachen Schreibstil. Der Schreibstil ist sehr sexy, sehr verrucht, streckenweise auch. Und ja, trotzdem locker, leicht und einfach zu lesen. Er ist kitschig, er ist schmalzig, überzogen. Was soll man dazu sagen? Es ist halt ein erotischer Liebesroman. Und ich mag die Reihe auf jeden Fall sehr. Ich freue mich auf den nächsten Teil, wenn er dann kommt. Ich glaube, der kommt erst nächstes Jahr, ne? Oh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich hatte schon mal geguckt. Es ist, glaube ich, schon angekündigt, wann der nächste Teil kommt. Bin ich mir gerade ziemlich sicher. Auf jeden Fall werde ich den natürlich auch lesen. Ich mag die Reihe, ich mag die Geschichten. Ich finde es cool, dass das mal ein Buch ist, was man aus seiner Sicht liest. Und ja, das zeigt halt einfach mal eine komplett andere Perspektive, wie in den anderen Liebesromanen halt auch. Und ich kann euch Long Night nur empfehlen, wenn ihr gerne erotische Liebesgeschichten lest, wenn euch das nicht stört, wenn da mal ein bisschen mehr Erotik und Geschmachte und Gestache und sexuelle Anspielungen drin sind, dann ist das auf jeden Fall euer Buch. Und mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Das war meine Buchvorstellung zu Long Night von Lauren Blackley. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich fand zwar wieder eine super süße Liebesgeschichte, die man super gut so zwischendurch auch mitlesen kann. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Teil. Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.